Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben, sehr geehrter Herr Minister Buttelow, vorhin in Ihrer Erklärung von Mut gesprochen. Sie haben von dem Mut gesprochen, den man als Regierung braucht, um in Krisenzeiten Entscheidungen zu treffen. Und Sie haben vom Mut gesprochen, den man braucht, um das vorliegende Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen. Ich frage Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es wirklich mutig, wenn der Staat über eine lange Zeit über seine Verhältnisse lebt, und ist es wirklich mutig, wenn der Staat mehr ausgibt, als er eigentlich hat? Und ist es, meine Damen und Herren, wirklich mutig, sich einen bunten Blumenstrauß an politischen Maßnahmen zu pflücken und alle Maßnahmen komplett bis auf den letzten Cent einzig und allein über das Machen neuer Schulden zu finanzieren? Ist das Machen von Schulden, politischer Mut, etwas, wofür sich diese Regierung rühmen muss? Meine Damen und Herren, es mag vielleicht so sein, dass das Machen von Schulden für den Privatmann, der persönlich haftet, oder für den einen oder anderen Unternehmer tatsächlich Mut bedeutet, aber doch nicht mal, noch niemals für einen Staat, der keinesfalls die Risiken eines Privaten tragen muss und der sich wie kein anderer in dieser Gesellschaft zu jeder Zeit und in jedem Umfang, wie er will, aus der Kasse des Steuerzahlers bedienen kann. Meine Definition von Mut, sehr geehrter Herr Minister, sieht anders aus. Das, was die Regierung in Berlin leider mit Unterstützung und sanktioniert, auch durch die sächsische Landesregierung mit ihrer Schuldenpolitik treibt, ist in höchstem Maße unanständig und unverantwortlich, besonders gegenüber unseren Kindern und Enkeln, meine Damen und Herren. Man kann über die Umsetzung des Konjunkturpakets auch hier in Sachsen nicht sprechen, ohne über das Konjunkturpaket, was in Berlin beschlossen worden ist, wenigstens noch einmal grob drüber zu schauen. Und auch wenn ich CDU und SPD den guten Willen überhaupt nicht absprechen möchte, nämlich etwas gegen diese Krise zu tun, glaube ich, wird die Wirkung dieses Konjunkturpakets bereits jetzt für alle sichtbar. Nein, wir werden die Weltwirtschaftskrise mit diesem Konjunkturpaket eben nicht aufhalten. Wir werden dafür aber die sowieso schon bestehende Schuldenkrise der öffentlichen Haushalte überall in Deutschland um ein Vielfaches verstärken. Auf die rund 1,5 Billionen Staatsschulden, die wir in Deutschland im Moment haben, packen wir jetzt nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Und vieles davon passiert eben, lieber Kollege Rösler, eben ohne jegliche Nachhaltigkeit, wie man es sehr schön beispielsweise an der Abwrackprämie sehen kann. Im Endeffekt, meine Damen und Herren, sind es wahrscheinlich die Schülerinnen und Schüler von heute, die manch Älteren oder manch Alten in unserer Gesellschaft den Traum von einem neuen Auto ermöglichen. Denn diese Generation wird es sein, die die Schulden, die CDU und SPD für dieses Kriseninstrument, nämlich die Schaffung der Abwrackprämie, aufnehmen müssen. Es werden die jungen Leute sein, die diese Schulden eines Tages mal abbezahlen müssen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das sind eben Schulden, die überhaupt nicht in eine neue Struktur fließen, die überhaupt nicht dafür da sind, über mehrere Jahrzehnte eine neue Entwicklung in diesem Land zu bekommen. Nein, man ist in diesem Staat inzwischen so weit, dass man ganz frech und frei nicht einfach nur dafür verschuldet, dass sich irgendjemand, der vielleicht sich im Moment noch keinen Neuwagen leisten kann oder der es vielleicht auch überhaupt nicht für nötig hielt, unbedingt das neueste Modell zu fahren, dass derjenige jetzt sich eben ein neues Auto kaufen kann. Ich hoffe nur, dass ich viele der betroffenen Großeltern und Eltern jetzt mal ordentlich bei ihren Kindern bereits dafür bedanken, meine Damen und Herren. Aus Sicht der FDP kann man so und darf man so Politik in diesem Land nicht machen. Dieser Staat verfrühstückt zunehmend die Zukunft seiner Kinder. Wir werden das als Liberale so natürlich nicht mitmachen. Denn das Interessante ist ja, dass sich die jetzt Regierenden darauf verständigt haben, dass die künftig in vielen Jahren einmal Regierenden dann gefälligst keine Schulden mehr machen können. Dabei halten es die jetzt Regierenden überhaupt nicht für notwendig, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich finde es sehr interessant, weil dann auch das Fantastische an dieser Leistung sich für mich sehr stark relativiert. Denn was machen Sie? Sie, die Sie jetzt regieren, in Klammer CDU und SPD, drehen ganz kräftig weiter am Schuldenrad, engen damit natürlich auch die Gestaltungsspielräume für die, die es mal künftig machen sollen, ganz erheblich ein. Und
muss ganz ehrlich sagen, das ist eine ganz einfache Forderung. Irgendwann, gesagt, mit dem Online-Tag, der 2020 liegen soll, dann zu fordern, dass man dann keine Schulden mehr machen kann, das ist keine Leistung, die sich loben kann. Das ist viel zu spät. Wir hätten es so machen sollen, wie wir es als sächsische FDP auch hier im sächsischen Landtag ja vorgeschlagen hatten. Wir hatten erst letztes Jahr vorgeschlagen, ein resolutes und ein in der sächsischen Verfassung verankertes Neuverschuldungsverbot für uns in Sachsen vorzulegen. Damit wären wir auch Vorreiter in der Debatte in ganz Deutschland gewesen. Das wäre ein richtiger Weg gewesen. Jetzt bereits Schulden begrenzen und nicht erst irgendwann mal, wenn Sie alle, am besten will sowieso keine Regierung mehr angehören. Das ist unfair, das ist falsch, meine Damen und Herren. Es ist sicher unstrittig, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass viele der Maßnahmen, die in den Kommunen am Ende getroffen werden, durchaus sinnvoll sind. Ich glaube, dass wir die Sanierung unserer Schulen mit viel mehr Schwung in Angriff nehmen, als es in den letzten Jahren passiert ist. Das Gleiche gilt für den Neubau von Kitas, Sanierung von Kitas. Das Gleiche gilt sicherlich auch für die Krankenhäuser und für die Sanierung von Nebenstraßennetzen. Der Investitionsstau, den wir in diesem Bereich auch im Freistaat Sachsen haben, ist enorm und nicht selten, aber leider eben auch das Ergebnis schwerwiegender politischer Versäumnisse und schlichtweg auch falscher Prioritätensetzung bei der Mittelvergabe in den vergangenen Jahren gewesen. Ob all die Projekte tatsächlich notwendig und sinnvoll sind und ob sie vor allem auch zusätzlich zu dem ohnehin geplanten sind, das muss man sehen, wenn die Kommunen ihre Vorhaben auch überall eingereicht haben, zum Teil wissen wir das noch nicht. Für uns bleibt dennoch die insgesamt konjunkturpolitische Wirkung eher zweifelhaft. Und Frau Dr. Ruhm, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass es Alternativen zu diesem Konjunkturpaket gegeben hätte. Und ich glaube schon, das ist besser als dieser schuldenfinanzierte Krisenaktionismus. Das ist besser ein Staat gewesen wäre, der sich mäßigt, der mit weniger auskommt, der eben nicht auf Dauer über seine Verhältnisse liegt. Und dazu hätten die großen Koalitionen in Dresden, aber natürlich besonders in Berlin, mit ihren satten Mehrheiten auf allen Ebenen die Möglichkeiten gehabt, die entscheidenden Weichen mit den entsprechenden Reformen eben aufzustellen. Und ich erinnere da eben auch an das, was wir hätten selbst in Sachsen machen können, sehr geehrter Herr Minister Buttelow, wie wäre es denn mit einer echten Verwaltungsreform gewesen, die uns nachhaltig und sehr lange den Verwaltungskostenaufwand in diesem Freistaat reduziert. Das wäre ein richtiger Weg gewesen. Oder wie wäre es mit einer richtigen Entbürokratisierung dieses Landes gewesen? Ich glaube, wir brauchen uns alle nicht noch einmal über das schlimme Scheitern des Paragrafenkrammers unterhalten. Und wenn Sie Investitionen von Kommunen wollen, dann ist auch diese kommunale Vorsorgeform, aber genauso diese sogenannte reiche Steuer für abundante Gemeinden, genau das Falsche, weil man gerade diesen Gemeinden ja die Investitionskraft wegnimmt. Da hätten Sie auch selbst hier in Sachsen persönlich korrigierend eingreifen können. Und das hätte ich von der Staatsregierung erwartet. Das wären Maßnahmen gegen die Krise gewesen. Und ebenfalls besser als dieser Krisenaktionismus, meine Damen und Herren, wäre es gewesen, wenn ein Staat natürlich das tut, was jeder in seiner Familie tut und was auch jeder verantwortungsbewusste Unternehmer in diesem Land tut, nämlich in guten Zeiten Vorsorge für die sicher kommenden schlechten Zeiten zu treffen. Dann hätte man jetzt nicht über das Mittel einer neuen Staatsverschuldung gehen müssen, sondern hätte vielleicht Reserven, hätte vielleicht Rücklagen gehabt. Das wäre eine richtige Politik gewesen, Frau Dr. Ruhm. Und besser, das lassen Sie mich zum Abschluss sagen, wäre es auch, wenn der Staat sich endlich wieder klar und unmissverständlich zu den Grundsätzen einer sozialen und einer fairen Marktwirtschaft bekennt. Wenn dieser Staat seinen Bürgern mehr Vertrauen entgegenbringt, meine Damen und Herren. Es ist nicht der Staat, der Motor der nächsten Konjunktur sein wird. Es werden die Bürger sein. Es wird vor allem die berufstätige Mitte dieser Gesellschaft sein, die den Karren wieder aus dem Dreck ziehen wird, meine Damen und Herren. Und ich möchte auch daran erinnern, dass der nächste auch schon nicht durch diesen Staat gemacht wurde. Es werden die vielen unzähligen kleinen, mittelständisch, die persönlich haftenden und in der Region verantwortlichen Unternehmen sein, die den nächsten Aufschwung zu tragen haben werden. Lassen wir gemeinsam den Bürgern in diesem Land mehr Netto vom Brutto und lassen wir den Leistungsträgern in diesem Land mehr Freiheit und mehr Gestaltungsfreiräume. Das wäre aus meiner Sicht und aus Sicht der FDP das richtige Konjunkturprogramm für Deutschland und für Sachsen gewesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.